Jesus wird geboren. Der Engel Gabriel wird nach Nazareth gesandt. Dort lebt Maria. Sie ist mit Josef verlobt. Gabriel geht zu Maria und sagt zu ihr: Hab keine Angst. Du hast Gnade vor Gott gefunden. Du wirst einen Sohn bekommen. Den sollst du Jesus nennen. Er wird Gottes Sohn sein. Einige Zeit später erlässt Kaiser Augustus ein Gebot, das sich alle Menschen schätzen lassen. Jeder zieht in die Stadt, aus der er stammt, und wird dort gezählt und aufgeschrieben. Maria geht mit Josef in dessen Geburtsstadt Bethlehem. Als sie dort ankommen, wird Jesus geboren. Maria wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe, denn sie haben keinen Platz in einer Herberge gefunden. In der Gegend sind Hirten auf dem Feld. Sie hüten ihre Herden. Da tritt ein Engel zu ihnen. Fürchtet euch nicht! Der Heiland ist geboren. Er sagt ihnen, dass sie Jesus in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend finden werden. Die Hirten beschließen, den Heiland zu suchen. Sie eilen in die Stadt und finden das Kind in der Krippe. Überall erzählen sie, was der Engel ihnen gesagt hat. Aber auch weise Männer aus dem Morgenland haben sich aufgemacht, um das Kind zu suchen. Sie kommen nach Jerusalem und fragen: Wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als König Herodes das hört, erschrickt er. Ein neuer König? Er versammelt alle Hohepriester und Schriftgelehrten und erkundigt sich bei ihnen. Herodes schickt die Weisen nach Bethlehem und sagt ihnen: Wenn ihr das Kind findet, dann kommt ihr wieder und sagt es mir. Die Weisen folgen dem Stern, bis er endlich stehen bleibt. Sie finden das Kind bei seiner Mutter Maria und beten es an. Sie haben auch Geschenke mitgebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befiehlt Gott ihnen, nicht zu Herodes zurückzugehen. Auch Josef hat einen Traum. Ein Engel sagt ihm, dass er mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen soll. Denn König Herodes will Jesus töten. Noch in derselben Nacht flieht Josef mit seiner Familie.